Hallo, willkommen zurück zu Until Dawn. Ja. So, ja, wir spielen Sam im Handtuch. Und ich habe ehrlich gesagt keine große Lust weiter zu spielen, weil ich befürchte, dass wir demnächst vielleicht sterben durch meine Dummheit. Aber vielleicht können wir sie auch retten. Ich, oh Gott, ich hoffe es. Wo haben wir letztes Mal aufgehört? Waren wir schon drin? Nee, oder? Will ich da rein? Ich will da nicht rein. Aber ich glaube, er erwartet uns bestimmt erst im Keller, oder? Ich weiß es nicht. Oh nein. Oh ja. Oh gut. Okay. Ja, ich habe echt Angst. Das würde mir so leid tun. Ich mag sie am liebsten eigentlich von allen. Ich will nicht, dass sie stirbt. Wir folgen den Luftballons. Okay, wenn ihr mir Angst einjagen wollt, ratet mal, ihr habt gewonnen. Hier haben wir jetzt ja alles durchgeguckt, oder? Moment mal, ich gucke hier noch mal kurz. Nee, hier waren wir noch nicht. Oder? Ach so, hier ist die Haustür. Ah, ja. Was haben wir denn Was hier? haben wir denn hier? Genau, das sagte ich gerade. Laviandel. Meat Processing. Jack Mahoney. Verkauf von Schlachtereibedarf. Okay. Einmal Kreissäge, fünfmal Ersatzsägeblätter. Alles klar. Das liest man immer gerne. Aber wieso liegt denn das da? Hat er das jetzt extra dahingelegt, damit ich das hier sehe? So, welche Tür ist ungefährlicher? Ich, weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht. Okay. Gut. Da war gerade ein Geräusch, oder nicht? Alter, was ist das? Boah, ich krieg jetzt schon wieder. Habt ihr das auch gehört gerade? Ich muss nochmal. Es war nichts mehr da. Oh Gott. Oh Mann, oh. Kopf, alles klar. Waren wir hier schon? Ich weiß es nicht. Ja, ich weiß, ich vermeide es gerade voll in den Keller zu gehen. Ich will einfach nicht in den Keller. Sam, du willst doch gar nicht in den Keller. Okay. Cinema. Nein, bleib stehen! Renn nicht sofort wieder los! Oh Gott. Taschenlampe ist okay, ja. Wo seid ihr bloß? Juhu. Okay. Geil. Hey, Leute, kommt schon, ich will nicht mehr. Jetzt hört gefälligst damit auf und redet mit mir. Hallo Samantha. Suchst du nach mir? Ich glaube, deine Suche wird nicht sehr erfolgreich sein, Samantha. Du wirst nur das sehen, was ich dir zeigen will. Und ich habe dir eine Menge zu zeigen. Was ist denn hier los? Öffne die Augen. Oh mein Gott. Eine wahre Augenweide, nicht wahr? Eine hübsche Bademix. Glaubst du, sie weiß, was ihr bevorsteht? Glaubst du, das waren die letzten schönen Momente im Leben dieser Kreatur? Zeigst du mir das hier? Warum siehst du hin? Josh! Wie fühlst du dich dabei? Ah!
Gott. Alter, das ist so scheiße. Spring. Weglaufen mal verstecken. Okay, wir versuchen es mit verstecken. Denn links ist ja die Tür zu. Eigentlich. Oder? Da war doch kein Griff. Versteckst du dich? Scheiße! Der Doktor hat jetzt Zeit für sie. Okay, wir leben noch. Noch. Müssen wir uns beeilen? Ich habe keine Ahnung. Alter, dieser gestörte Penner. Oh, ich traue mich nicht, hier länger jetzt zu gucken, ey. Aber... Oh nein, ich traue mich nicht. Ich gehe weiter. Nee. Was zum... Okay. Gehen wir schnell weiter. Was ist das hier? Ein alter Teil des Hauses? In dem was genau passiert ist? Verstecken oder weglaufen? Ich glaube lieber weglaufen, oder? Glaube ich jetzt ja wohl nicht. Fuck! Tja, das war aufregend, nicht wahr? Sehr gut! Dein Spiel läuft anscheinend wirklich gut. Ja, all der Fortschritt beim Erforschen des Ursprungs deiner Angst. Und du setzt ihn einfach zum Schlechten ein. Deine überwältigende Angst vor dem Übernatürlichen. Du hast sie gegen die Menschen gerichtet, die du so verzweifelt quälen willst. War es das denn wert? Das kannst du nicht tun! Was hab ich dir getan? Wovon redest du da? Oh mein Gott, wir müssen hier abhauen! Ich verstehe einfach nicht, was los ist! Ihr seid Psychopathen! Nein, das ist verrückt! Wir müssen Hilfe holen! Hallo? Leute? Hallo, Samantha. Suchst du nach mir? Wir sollten die anderen suchen. Mike und Jess vögeln sich gerade das Hirn raus und wer weiß, wo Sam ist. Ich glaube, in der Lodge. Warum diskutieren wir noch? Los jetzt! Hey, da! Feuerwachturm! Oh, Matt, was ist das? Keine Ahnung. Matt! Oh nee, jetzt sind wir wieder bei denen. Was willst du tun? Zurechtweisen. Jetzt reicht's aber mal hier. Reiß dich bitte einfach einmal zusammen. Ich überlege. Okay? Okay.
bin still. Okay. Scheiße. Können wir uns bewegen? Ja. Was ist, wenn ich auf die zugehe? Okay, sie gehen weg. Emily, komm mit, du alte Nuss. Okay. Emily backt schon wieder. Glaube ich. Hallo. Oh. Was habt ihr vor? Oh nein, das machen wir. Nein, machen wir nicht. Machen wir nicht. Okay. Langsam. Ist okay. Komm weiter. Ist okay. Boah, okay. Also, die Wapitis waren anscheinend kurzzeitig geistig verwirrt und hielten sich für einen Rudel Wölfe. Alter. Ich will jetzt viel lieber wissen, was mit Sam ist. Aber bei den beiden hier geht's bestimmt auch bald rund. Okay. Vögel, alles gut. Falls wir es hinkriegen, jemanden zu erreichen, dann sagen wir, wir brauchen Hilfe. Was tun wir, während wir warten? Wir gehen zurück zur Lodge und holen die anderen. Oh Gott, nicht zur Lodge. Wir sollten hier bleiben. Für den Fall, dass sie draußen uns nochmal erreichen wollen. Erst muss das Funkgerät funktionieren. Okay. Oh, wo geht... Au, wir sind schon bei dem Turm. Ah, okay. Das ging ja schnell. Ach so, ich will mal eben ein bisschen im Menü gucken. Wir haben Emily ja auch noch nie angeguckt. Oh, Emily mag überraschenderweise niemanden. Fast. Ja, das beruht wahrscheinlich auf Gegenseitigkeit. Okay. Ja. Ich will mal eben... Genau, das Handy können wir mal angucken. Ach so. Ja gut, ich habe gedacht, vielleicht erfahren wir noch ein bisschen was irgendwie durch das Handy. Ey, hier haben wir ja sogar bisher alles. Oho. Ja, das überrascht mich jetzt auch. Okay, aber... Ja gut, da wissen wir das ja eigentlich, was hier passiert ist, ne? Oder ist hier noch irgendwas Interessantes? Bla 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 bla. Ah ja. Okay, was ist hier noch? Hier scheint uns was zu fehlen. Obwohl ich mir da jetzt auch nicht sicher bin. Oder vielleicht finden wir das ja auch noch oder so. Na, das hier haben wir ja zum Beispiel eben erst gefunden. Und das da schon vorher. Vielleicht finden wir die Sachen hier ja noch. Okay. Aber hier fehlt uns definitiv was. Die hier haben wir nicht bekommen. Schade. Ist echt schade. Hier, keine Ahnung, vielleicht haben wir da einfach noch nicht so viele gehabt. Kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen. Hab bestimmt auch schon einen vergessen. Ich wollte mir eigentlich jetzt ein paar angucken, ein paar neuere. Falls mir das irgendwie helfen könnte jetzt. Das erkenne ich gar nicht. Ich glaube, das ist irgendwie dieses Monster, das jemanden frisst oder so. Ah, das wird gleich wahrscheinlich passieren. Das ist so eine Leuchtpistole und Emily gibt sie ihm. Aber was bedeutet das jetzt? Bedeutet das, ich soll das machen oder ich soll das nicht machen? Okay, hier ist Mike mit dem Feuerzeug. Und das hier. Und Ashley und Chris. Wird wahrscheinlich auch demnächst passieren. Was war das? Das war Matt, ne? Oh Gott, okay. Sah aus wie beim Sanatorium oder... Ja, hab's verstanden.
können uns ja auch mal wieder den Film hier angucken. Besiegen. Etwas später sind die Bergleute gekommen, um den Berg abzubauen. Bis ein Einsturz sie und wurden wahnsinnig. Mörder. Kannibalen. Sie aßen Menschenfleisch. Nun vielen Jagden. Da hatte ich ihn endlich im... Ich konnte die Mädchen nicht... Wer auch immer da redet, wollte die Mädels retten, ne? Aber das ist doch der Brandstifter. Dann ist dieser... Ach, ich glaube, das ist noch zu früh, das jetzt zu enträtseln. Okay, warten wir mal auf die Leuchtpistole, die hier bestimmt gleich irgendwo kommt. Huch. Oh Mann! Oh, das ist verflucht grell! Ach, wirklich? Ich kann nicht sehen, was ist das? Nur eine Sicherheitsleuchte. Bestimmt bewegungsaktiviert. Na klar, bestimmt. Liegt da noch ein Totem oder was ist das? Okay. Chris gibt seine Waffe an. Ashley wahrscheinlich, oder? Kann man nicht erkennen. Hä, ich muss mir mal eben die vorigen angucken. Moment. Okay, also die Führungsdinger bedeuten, ich soll genau das passieren lassen, was die mir zeigen, oder? Weil hier ist der Vogel weggeflogen. Ich hätte ihn ja auch erschießen können damals. Ja, okay, das war die Falle, wo ich den Arm nicht hätte nehmen sollen oder angucken sollen. Das hier sagt mir auch noch gar nichts. Dieses Wasserrad, das waren wir, glaube ich, noch nicht. Okay. Das heißt, wir sollten die Leuchtpistole dann auch nehmen von Emily. Und Emily die nicht selber... Also, sie sollte die nicht haben, wahrscheinlich. So deute ich das jetzt mal. Und an einen Bewegungsmelder glaube ich hier jetzt ja nicht so ganz, aber... Ja, okay. Ah, vielleicht doch. Na gut. Vollmond. Fehlen nur noch Werwölfe, ne? Was ist denn mit diesem Löchlein hier? Hat das was zu bedeuten? Kannst du da reingucken oder so? Ne? Na gut. Ja, wir müssen anscheinend die Leiter hoch. Matt ist kalt, alles klar. Ach so. Er lässt die Axt da. Geil. Gute Idee. Hätte ich auch so gemacht. Scheiß auf die Axt. Deine einzige Waffe zur Verteidigung. Was ist das? Ist das die Leiter? Ach so. Gut, gehen wir höher. Wir hoffen ja, da eine Möglichkeit der Kommunikation zu finden. Warum ist es hier plötzlich so windig? Wir sind schon fast drin. Weil du so weit oben bist, Mädchen. Ja, wenn oben irgendwas... Was ist denn das da? Gar nichts. Ich dachte gerade, es hätte geblinkt. War wahrscheinlich auch die Leiter. Kannst du da bitte mal hoch? Hallo? Also da muss oben irgendwie ein Häuschen oder so sein.
oder ein Telefon oder ein, keine Ahnung. Oh. Da wartet doch jetzt niemand auf mich, oder? Okay. Vielleicht sind wir hier für den Moment zumindest sicher. Dann kann ich mich mal in Ruhe umgucken. Ah. Sorry, Hannah. Hannah. Immer noch vermisst. Nach heute Nacht ergibt ihr Verschwinden langsam mehr Sinn. Wer hat diese Person gesehen? Hannah Washington. Wurde zuletzt am 2. Februar 2014 zwischen 1.30 Uhr und 2.30 Uhr bei der Ski Lodge in Blackwood Pines in Alberta gesehen. Eventuell war sie emotional aufgewühlt. Ja, eventuell. Kleidung, Merkmal zur Identifikation. Hannah trug nur ein schwarzes Oberteil, dunkle Jeans und braune Lederstiefel. Sie trug keine Jacke. Brille und Tätowierung auf der rechten Schulter. 1,72, 50 Kilo. Braune Haare und braune Augen. Achso, rufen sie an unter bla bla. Ja, alles klar. Tja. Finde ich ja irgendwie merkwürdig, dass sie immer noch verschwunden ist. Also ich verstehe nicht, wieso sie die nicht gefunden haben. Wurde ihre Leiche weggeschleppt oder wie? Oh, Moment. Nein, 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 das machen wir noch nicht. Das löst bestimmt irgendwas aus oder so. Okay, wir können hier nur Dinge anschalten. Dann müssen wir das wohl doch machen. Komme ich hier auch raus? Will ich hier raus? Ich weiß nicht. Was ist hier noch in der Ecke vielleicht? Nix. Und was ist mit diesem Buch hier? Da können wir nicht reingucken. Okay. Einmal gucke ich kurz draußen und dann können wir die Geräte mal versuchen anzuschalten. Na gut, ansonsten ist hier scheinbar nichts. Ah, hier könnte die Pistole drin sein. Ja, Emergency Flare. Okay, die sollten wir mitnehmen. Okay. Und wir geben sie jetzt Matt. Ja, wir geben sie Matt. Jemand müsste das sehen. Hoffentlich nicht nur der Psychopath. Ja. Ich hoffe, das war jetzt richtig. Was hätte Emily denn gemacht? Hätte sie die nicht abgeschossen? Oder die sind doch immer nur, haben doch immer nur einen Schuss, oder? Ich meine, oder kann man die noch weiter benutzen? Okay, müssen wir wahrscheinlich den Hauptschalter oder so anmachen. Ja. Scheiße, ja, wer sagt's denn? Okay, ein Punkt für Matt und Emily. Ist an sich schon mal gut, ja, doch. Okay, der Kram hier funktioniert. Was ist das hier? Ein Drucker? Was? Wozu? Was ist das denn? Haben wir da was? Ach so. Bass. Okay, also ein weiterer Hinweis. Auch emotional aufgewühlt. Aha. Leuchtend pinkfarbene gefütterte Jacke. Schwarze Leggings, Skischuhe, weiße Mütze. 1,72, 50 Kilo.
Braune Haare, braune Augen. Okay. Gut. Dann haben wir hier noch das Funkding. Ich glaube, das machen wir beim nächsten Mal. Ich habe ein bisschen Angst, dass wir gleich irgendwas auslösen und dann ich total in Panik gerate und das Video mittendrin abgeschnitten wird. Also, wir schauen beim nächsten Mal, was hier weiter passiert. Bis dahin wünscht mir Glück, dass ich nicht sterbe. Bis dann. Tschüss.